Heute für euch der wahre Grund, warum Peter Pettigrew so gefährlich war. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video möchte ich gerne über jemanden sprechen, der wahrscheinlich in der Harry Potter Saga bekannt ist als der größte Feigling. Dieser jemand ist natürlich Peter Pettigrew. Es ist definitiv kein Geheimnis, dass dieser Typ eine Menge Schaden angerichtet hat. Und dies tat er nur, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Wir hatten alle schon die Diskussion darüber, ob Gryffindor überhaupt das richtige Haus für ihn war und wie er überhaupt mit James, Sirius und Remus in Kontakt war. Sie waren drei der begabtesten Zauberer ihres Alters. Alle wissen das. Aber was viele Leute nicht wissen, ist, wie mächtig Peter war oder wie gefährlich er wirklich war. Denn glaubt mir, wenn ich sage, er war wahrscheinlich der gefährlichste der vier Rumtreiber. Ja, ich habe gerade gesagt, dass Wurmschwanz der gefährlichste Rumtreiber war. Er war extrem mächtig und gefährlich und ich denke, diese beiden Beobachtungen werden dadurch etwas getrübt, weil die Leute nur den Feigling Peter sehen. Aber ich möchte heute hervorheben, wie niemand, wirklich niemand seinen Verrat kommen sah. Peter war nie ein Anführer, noch wollte er das jemals sein. Er wollte immer beschützt werden und nur wenn er wusste, dass er sicher war, würde er sich an etwas Riskantem beteiligen. Peter war sein eigenes Leben immer wichtiger als alles andere auf der Welt und er würde wirklich alles tun, um es zu schützen. Es ist wahrscheinlich die einzige Ähnlichkeit, die er mit Voldemort hatte, dass sie beide Angst vor dem Tod hatten. Peter hatte auch Angst davor, verletzt zu werden, weshalb ich glaube, dass er sich schon früh den Rumtreibern angeschlossen hat. Ich glaube allerdings nicht, dass sie ihn offen in ihrer Gruppe willkommen hießen. Wie wir alle wissen, hatte James Potter in seiner Jugend eine gewisse Arroganz an sich, also würde ich sagen, dass Peter einfach sein Ego gefüttert hat und das könnte dazu geführt haben, dass Peter in seiner kleinen Gruppe aufgenommen wurde. Er könnte auch Mitleid mit Peter gehabt haben und dadurch sind sie Freunde geworden. Aber wie kommt es, dass der lästige Mitläufer zum gefährlichsten und mächtigsten Rumtreiber wurde? Nun, wie du dir sicher vorstellen kannst, ist es eine ziemlich lange Reise, aber das Wichtigste ist, dass Peter alles aufgesogen hat, was er von James, Sirius und Remus gelernt hat. Und nur weil er Angst hatte, sich in Gefahr zu begeben, heißt das nicht, dass er sich nicht verteidigen konnte. Er wurde tatsächlich zu einem sehr guten Duellant, hauptsächlich weil er von seinen Freunden zum Duellieren gezwungen wurde, da sich alle verbessern wollten. Er lernte verschiedene Zaubersprüche und Künste der Zauberei. Er wurde immer besser mit dem Zauberstab, aber er fürchtete immer um seine Sicherheit. Er liebte die Rumtreiber sehr, denn sie waren immer die Siegermannschaft. Die Seite, die immer gewann und wo er sich sicher fühlte. Es fühlt sich immer besser an, auf der Siegerseite zu stehen, seien wir ehrlich. Und bei Peter war es halt einfach extremer. Er zeigte sogar seine Hingabe daran, seine Magie weiter zu verbessern, als er lernte, wie man ein Animagus wird. Eine für ihn perfekt geschaffene Eigenschaft, denn er verkroch sich halt gerne, wenn es brenzlig wurde. Er spielte aber auch eine sehr große Rolle bei der Karte des Rumtreibers. Er nutzte dafür seine kleine Animagus-Form einer Ratte, um in Spalten und Ritzen in den Räumen in Hogwarts zu schlüpfen, zu denen man normalerweise natürlich keinen Zutritt haben würde. Ein Beispiel dafür ist das Lehrerzimmer. Als Peter seinen Abschluss in Hogwarts machte, war er ein hochqualifizierter Zauberer. Die Gefahr bei Peter war, dass er viel zu egozentrisch war, um sich auf ihn verlassen zu können. Aber das war etwas, das seine Freunde nicht ahnten und ahnen konnten. Er trat dem Orden des Phönix bei, weil er dachte, er sei in einer großen Gruppe mächtiger Zauberer und er sei dort geschützt. Niemand würde an ihn herankommen, wenn so mächtige Zauberer auf seiner Seite stehen. Bis er sah, wie mächtig Lord Voldemort wirklich war und dies erschreckte ihn. In den frühen Tagen von Voldemort, als er gerade auf der Bildfläche erschien, schlossen sich die Leute ihm an, weil sie den Wunsch der Veränderung hatten. Viele Anhänger des Dunklen Lords waren Psychopathen und Mörder, Leute, die wirklich sehr radikale und extreme Sichtweisen hatten. Pettigrew war allerdings keiner von ihnen. Peter war einfach nur jemand, der keine richtige Loyalität zu jemandem hatte, beziehungsweise seine Loyalität galt demjenigen, der ihn beschützen konnte und der am stärksten war. Er würde jeden verraten und hintergehen, der nicht die Stärke hatte, die er brauchte. Pettigrew wollte sich nicht in den Weg von Voldemort stellen, also wechselte er ganz einfach die Seiten. Er wusste, wenn er sich ihm anschloss und als Doppelagent agierte, wäre er sicher und geschützt, da er auf der Gewinnerseite stehen würde. Das war alles, was Peter interessierte, auf der Gewinnerseite zu stehen. Er zeigte wenig Anzeichen von Schuld in seiner Rolle als Doppelagent, indem er alles an Voldemort meldete. Peter verriet die Geheimpläne des Orden des Phönix und war fast im Alleingang dafür verantwortlich, dass sie von Voldemort überrumpelt wurden.
Peter Pettigrew war fast bei jedem vorteilhaften Punkt von Voldemort irgendwie beteiligt. Er war sehr verzweifelt, am Leben zu bleiben, und jemand, der so verzweifelt ist, ist extrem gefährlich, und gerade wenn man denkt, er hätte genug getan, ging er einen weiteren Schritt. Dieser Mann hat seine Freunde im Alleingang Voldemort überlassen, wohlwissend, dass sie getötet werden würden. Außerdem auch wohlwissend, dass der neugeborene Sohn von James und Lily Potter, den er schon ein paar Male getroffen hatte, getötet werden würde. Wenn man das zu den Geheimnissen hinzufügt, die er zuvor über den Orden des Phönix preisgegeben hatte, kann man durchaus sagen, dass er den schwersten Anschlag von allen durchgeführt hat. Von allen Leuten aus der Gruppe der Rumtreiber war er der Letzte, von dem man sowas Übles erwartet hätte. Der stille, schüchterne, kleine Peter Pettigrew. Der Peter, der seine Freunde verehrte, hatte auch das Vertrauen seiner Freunde missbraucht und sie hart verraten. Und damit zerstörte er mehr als nur ein Leben. Er setzte seinen verheerenden Angriff fort, als er 12 Muggel mit einem Explosionszauber tötete. Er schnitt seinen eigenen Finger ab und hängte Sirius Black, seinem eigenen Freund, alles an. Und jeder glaubte diese Geschichte natürlich. Peter war unauffindbar und hatte Sirius die perfekte Falle gestellt. Wie wir alle wissen, verbrachte Sirius die nächsten 12 Jahre seines Lebens in Azkaban für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Remus verschwand ins Exil. Die Rumtreiber wurden von ihrem schwächsten Glied vernichtet. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Ein Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied? Genau so ist es, und so ist es gekommen. Peter versteckte sich in seiner Animagus-Form und schloss sich Lord Voldemort komplett an. Um sich komplett auf Voldemorts Seite zu stellen, hielt er seinen Meister monatelang am Leben, indem er Einhornblut sammelte und es seinem Meister zum Trinken gab. Peter begann viele Schandtaten in seiner Gefolgschaft bei Lord Voldemort. Er hat auch Cedric Diggory getötet, ohne zu zögern. Wenn auch auf Befehl von Voldemort, aber denkt dran, der Tötungsfluch funktioniert nur, wenn man sich den Tod der Person willentlich wünscht. Außerdem arrangierte Pettigrew auch das Wiedergeburtsritual von Voldemort. Er schnitt sich seine eigene Hand ab, um das Ritual zu vollenden. Damit brachte er das ultimative Opfer für seinen Meister. Bummschwanz war klug und geschickt genug, um Voldemort genau zum richtigen Zeitpunkt zu helfen, und ich denke, dass es genug Beweise gibt, die zeigen, dass dieser Zauberer eine Menge Schaden angerichtet hat. Für jemanden, den viele für schwach und für eine Verschwendung von Talent gehalten haben, ist das schon heftig, was er alles erreichen konnte. Letztendlich hat er sich aber auf die falsche Seite gestellt und bezahlte den bitteren Preis dafür. Die silberne Hand, die Voldemort ihm geschenkt hatte, erwürgte ihn letztendlich. Sein Vermächtnis wird jedoch für immer in Erinnerung bleiben, denn er fügte vielen Menschen Schaden zu und viele verloren ihr Leben wegen Feigheit und Angst. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.